Sie hat wohl eines der bekanntesten Tagebücher geschrieben, Anne Frank, das jüdische Mädchen, das sich in Amsterdam vor den Nazis versteckt hatte, am Ende im KZ starb. Über ihre Erlebnisse und Ängste, die sie in ihr Tagebuch geschrieben hatte, erzählt ab heute der Animationsfilm »Wo ist Anne Frank?« Mit dieser Art der Erzählung soll eine neue, junge Generation angesprochen werden, um ihr das Leben der Anne Frank näher zu bringen. Worauf wartest du noch, Anne? Pack deine Geschenke aus. Die Geschichte von Anne Frank und ihrem Tagebuch einmal ganz anders erzählt, in einem Animationsfilm. Die eigentliche Heldin ist hier jedoch nicht Anne, sondern ihre imaginäre Freundin Kitty, an die Anne in ihrem Tagebuch schreibt. Im Film »Wo ist Anne Frank?« erweckt der israelische Regisseur Ari Folman Kitty zum Leben im Hier und Jetzt. Für ihn war klar, das geht nur als Animationsfilm. Man kann die Tragödien der Welt zeigen und sie dennoch ansehbar gestalten, denn man baut eine Art Filterwand zwischen dem Publikum und dem, was wirklich geschah. Kitty weiß nicht, was nach Annes letztem Tagebucheintrag passiert ist und geht fast 80 Jahre später auf die Suche nach ihr. Ist jemand zu Hause? Sie folgt ihren Spuren vom Versteck im Hinterhaus in Amsterdam bis zu ihrem Tod im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Dabei erfährt sie auch vom Schicksal heutiger Flüchtlingskinder und versucht, Annes Vermächtnis am Leben zu halten. Dazu könne der Film vor allem beim jüngeren Publikum etwas beitragen, so die Einschätzung bei der Bildungsstätte Anne Frank. Er schafft sehr gelungen den Transfer in die aktuelle Welt und hin zu Problemen, die auch Jugendliche betreffen, sowie Rassismus und Ausgrenzung und Geflüchtetenschicksale. Aus der Geschichte für die Gegenwart lernen. Keine neue Botschaft aus Anne Franks Tagebuch, aber im Film »Wo ist Anne Frank?« neu und anders erzählt.